Noch heute meldet die Ukraine wieder schwere Kämpfe an der Front im Osten des Landes. Trotz des ukrainischen Vorstoßes auf russisches Gebiet im Raum Kursk werde die Hauptfront in der Ukraine nicht entlastet. Bisher ist die Rechnung Kiews nicht aufgegangen, obwohl die ukrainischen Truppen nach eigenen Angaben 35 Kilometer tief in die Grenzregion vorgerückt sind. Die Russen sollen bereits 200.000 Menschen in Sicherheit gebracht haben. Die Machthaber in Moskau geben inzwischen sogar zu, dass die Lage in Belgorod und Kursk angespannt sei. Eine Metapher für Chaos und hohe Verluste. Weg mit der russischen Flagge. 10.000 ukrainische Soldaten dringen laut Kiew immer weiter nach Russland vor. Sie hätten mittlerweile mehr als 70 russische Orte eingenommen und sich damit eine Pufferzone geschaffen. Heute gab es einen guten Fortschritt in der Region Kursk. Wir erreichen unser strategisches Ziel. Wir haben unsere Tauschwährung aufgefüllt. Die Ukraine spricht davon, Fluchtkorridore von Kursk nach Russland und in die Ukraine vorzubereiten. Moskau hat mehr als 200.000 Menschen bereits evakuiert, wie hier in den Gemeinden Rylsk und Lykov in Kursk. Eine Frau berichtet von den Angriffen der Ukrainer. Es war so ein Angriff, sie haben die Häuser angegriffen. Es ist gut, dass wir in den Keller fliehen konnten. Ein anderer Tenor herrscht im ukrainischen Fernsehen. Auf Aufnahmen verteilen ukrainische Soldaten im besetzten Sutscha Essen und Wasser. Die eigenen Soldaten hätten die Bewohner im Stich gelassen. Sie sind alle gegangen. Sie haben nicht mal eine Evakuierung angekündigt. Sie sind einfach gegangen. Und wie viele Menschen hier sind ohne Existenz, ohne Wasser und ohne Essen? Mittlerweile wurde in der russischen Grenzregion Belgorod der Ausnahmezustand verhängt. Dort hätte Russland 117 Drohnen abgewehrt und 4 taktische Raketen zerstört, so das Verteidigungsministerium. Auch auf der anderen Seite der Grenze, wie hier in der ukrainischen Stadt Sumy, dauern die Kämpfe an.